Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hearts of Iron 4 Ukos Endschlacht Teil 8. Im letzten Teil hat Großbritannien endlich kapituliert. Freilich war da das Herr British Empire. Ah, hier sind noch Stücke natürlich übrig, weil es so zersplittert ist und hier auf Kuba. Ja, die sind offiziell raus. Jetzt müssen wir noch Arabien zum Aufgeben zwingen. Gucken wir mal rein. Genau, das ist auch einer der richtigen Kriege. Die Araber sind auch kurz vor der Kapitulation und das wären die beiden einzigen Großmächte und ich glaube, dann müsste eigentlich dieser Krieg zu Ende gehen mit der Kapitulation. Trotzdem sind wir ziemlich beschäftigt, hier auch in Nordamerika zu helfen, nachdem Mexiko sehr in Schwierigkeiten geraten war. Das haben wir jetzt umgedreht und starke Truppen von uns sind auch hier über das britische Empire. Ach so, ja, stimmt, ich hatte hier eine Naval Invasion vorbereitet. No Division, okay. Gucken wir gleich mal. Erstmal hier Unassigned Divisions. Ja, meisten Hilfe brauchen wir gegen China. Das ist ja der Krieg. Geht ja auch noch weiter dann. Noch eine Infanterie. Können wir die auch hier in die... Ja, die können auch hier mit diese Front verstärken. Ja, und um Arabien zur Kapitulation zu bringen, da ist... Ich lasse die Zeit mal laufen. Das läuft ja alles schon. Ja gut, da erwischt gleich ihre Hauptstadt. Hier sind andere weitere Städte entlang der nordafrikanischen Küste. Oh nein! Teviotdale, also Schottland, wurde in den Krieg gerufen. Na gut, das ist, wird die Front, den Franzosen einen Dämpfer geben. Ich weiß nicht, ob die Präsenz... Doch, die werden bestimmt Präsenz haben. Er sagt ja wieder als unser Verbündeter, das ist natürlich Quatsch. Bitte, wenn ihr mit zu den Verlierern gehören wollt. Ah, noch eine Infanteriedivision. Das stelle ich mal ein bisschen um hier. Der Das ist zu viel auf einmal. Hier die Tasche zu machen, das wäre ein lohnendes Ziel. Na, aber lass die Chinesen da erstmal gegen anrennen. Ah, wir haben unser erstes Fliegerass. Dimitri Marmin, oh, einer aus der großen Marmin-Familie. Und dem Korsan Saxalainen. Über Arabien. Ah, okay. Da ist er. Ja, also Moesia ist hier ganz rührig dabei am Vordringen. Hier hatte ich doch auch ein paar. Kommt, jetzt nehmen schon die Hauptstadt. Oh, die nächste Infanteriedivision. Manpower haben wir noch 2 Millionen. Oh, okay. Da hatte ich mal angefangen hier mit... Können besser U-Boote damit finden, aber warte mal, das ist 39. Ja, hier gibt es Wichtigeres. Ja, wollen wir mal hier die Panzerforschung vorantreiben. Halt! Der war überfüllt. Aber der kann jetzt hier auch was kriegen. Nee, doch nicht. Das ist immer lästig.
Ah, und hier haben wir die Verbindung unterbrochen. Ah, sehr gut. Ja, die haben hier noch einen Hafen, der sie versorgt. Ja, das sollte jetzt besser gehen. So. Ja, was mir noch eingefallen war, ich habe hier quasi meinen Pazifikhafen. Da würde ich gerne eine gute Verbindung haben. Auch schöne Rohstoffe hier. So, gucken wir mal hier. Achso, ich wollte genau in Nordamerika gucken. Ah ja, die sind jetzt alle hier an der Front. Oder auf dem Weg dahin. Oh Gott, 22, da mache ich die Frontlinie mal lieber breiter. Ja, sonst gibt es hier einfach einen Versorgungsstau und dann bringt das Eis nichts. Atlanta sieht sehr verwundbar aus. Genau, gleichzeitig, wir pushen auch gegen Kanada, mehr im Westen. Kalifornien ist unser Verbündeter. Ah, da gibt es noch ein bisschen Rest britischen Widerstand. Seife für Arabien. Das aktivieren wir, glaube ich, gleich mal. Ja, das ist quasi Endschlacht, wir aktivieren auch Kanada. Die Hauptstadt ist hier inzwischen gefallen. Dumiat. Welche Armee war das hier nochmal? Achso, die machen hier gerade viel. Im Süden ist auch recht. Da was zu gewinnen. Naja, den Flughafen und den Hafen. Ah, shit. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Da sind fünf ein Haufen, okay. Das wollte ich dann nur und ja. Ihr bleibt an eurer Front dann. Okay, wie weit sind die Araber? 98%. Ja, also fast da. Sidi Barani vielleicht noch Tobruk. Gibt es hier noch einen Siegpunkt? Halaib. Ach, und Masa Alam, da gibt es auch gleich einen Siegpunkt. Ja, das reicht noch nicht. Da, okay, da haben wir sie.
Arabien hat kapituliert. Okay, Krieg läuft aber noch. Wer führt ihn denn jetzt? Geklickt, gegenüber wem haben sie kapituliert? Moesia hat ja so viel genommen, das können wir vorstellen, dass die es waren. Naja, dann gut, dann geht es halt gegen Amerika weiter, gegen die freien das freie amerikanische Reich. Kanada wird auch fallen. Ja. China war halt noch ein Gegner. Ach, hier gibt es noch eine britische Exilregierung. Ich gucke jetzt mal die wichtigen Sachen hier. Oh ja, mehr Sprit. Obwohl, nee, Öl ist kein Problem mehr, da haben wir so viel erobert. Ah, hier. Das sind Arbeit. Ach, die Spezialsachen, die wir schon benutzen, die sollten wir noch. Können wir gleich ausbauen. Besorgt schon mal die nächsten Flugzeuge, auch wenn es ein bisschen ahead of time ist. Wir haben da einen Bonus. So, fällt Atlanta endlich mal. Tja, wen müssen wir hier noch ausschalten? Mit den Amerikanern am meisten Industrie drin. So be it. So, Atlanta haben wir. Ah, ein Panzer. Das ist jetzt aufgespalten, das ist natürlich ein bisschen.
Oh nein, unser Flieger wurde abgeschossen von... von einem chinesischen Flieger, als jemand rennt. Können wir versuchen, hier auf die provisorische Hauptstadt zu gehen. Oh, es gab einen Seekampf. Ja, es gibt noch arabische U-Boote. Ist das aus Nizza, was sie hier versenkt haben? Ah, ah, da war ein Zerstörer in der Nähe von uns. Gut, Teviot Day bereut seinen Kriegseintritt. Oh, die Amerikaner halten das hartnäckig. Ja, wir rollen das vom Westen auf. Also Kanada. Und Slawonien ist da auch schon am Drücken. Oh oh. Ah, Mexikos ein Zwerling könnte sich davon unabhängig machen. Hm. Okay. Okay, es geht langsam. Atlanta ist aber schon ein Stück hinter der von denen jetzt. Was gibt's hier noch? Politische Power. Ich hätte gern Stabilität. Ah, hier gibt es auch Forschungsboni. Okay. Für Landdoktrin. Infanterie können wir gerade nicht. Ship Designer. Aber wir haben jetzt so viele Punkte. Na, die Navy kriegt. Ich nehme mal den Navy-Spezialisten, weil wir haben so wenig Seeschlachten, dass so wenig Navy-Erfahrung angesammelt wird. Dann kann ich gar keine neuen Schiffsklassen bauen. Wenn die Punkte nicht von woanders herkommen. Das ist ja nichts in der Sache. Sind noch mehr Radarstationen drin.
Ah, hier lohnt sich mal wieder eine Offensive. Ja, jetzt kommt noch der Fluss. Da waren auch Schiffe zum Beschützen, aber... Also nur 5 U-Boote, also eins ist wohl versenkt worden. Ja, das ist ein bisschen Schwachsinn ergreifender gerade. Von einer Seite an. Oh Gott, da gibt es so viel noch extra zu holen. So. Ja, ein Konvoi von britischen U-Boote. Das Kap Verde ist unabhängig, okay. Ah, Asheville wurde eingenommen. Oh, und die Front sieht ja sehr zerrupft aus jetzt. Ah, Ägypten hat kapituliert. Gegen Moesia. Nett. Jetzt mach das mal zu hier. Medium-Tank soll ich den produzieren? Das ist halt schön flott mit 8 km pro Stunde. Ja. Weiß gerade nicht. Aber wäre besser mal Feldhospital. Bisschen mehr. Manpower schützen. Oh, 1,79 Millionen. Das ging jetzt aber flott runter.
Jetzt habe ich hier eigentlich eine Naval Base. Was wird der Pazifik-Stützpunkt? Okay, wir können auch da Militärfabriken bauen, gut. Oh, hier gab es noch eine britische Invasion. Ah, wir haben die Regierung des Kongo im Exil, die möchte nach Hause zurückkehren, eine provisorische sozialistische Partei einzurichten für den. Ja. Sieht ja deutlich besser aus in Afrika. Oh, das ist ein Schlachtschiff fertig. Wenn im Ozean mehr passieren würde, hätte ich auch Lust, das jetzt mal neu zu organisieren. Ja, aber ich muss auch ein modernes Schiff zu 1940 dann mal erforschen. Na, mal die modernen Zerstörer. Oha, haben die nachgesetzt. Da steht unser Name jetzt. Okay. Gucken wir mal, ob wir die überrennen können. Oh ja, die hatten nichts mehr. Fehlte die Aufklärung, um das zu sehen. Ja, da sieht's genauso aus. Ja, ich hole meinen Kriegsindustrialisten, um meine Militärfabriken schneller zu bauen.
Dem stimmt auch nichts mehr. Ja, das Minipack, die Versorgung ist vielleicht noch. Oh, die haben keinen Plan mehr. Na, wo ist denn der Rest? Ach, der Naval Invasion Plan ist jetzt tatsächlich mal aktuell geworden. Also wenn die weiter sehen, was sie uns starten können, dann ist es aber auch, ich habe da schon eine Flotte. Oh! Meine Güte, hat keiner Florida gehalten. Jeder Florida halten. Guckst du einmal nicht hin, auf einmal ist Florida futsch. Okay, aber das hier funktioniert.
Oh ja, Dockyard, da beschleunigen wir mal diesen Flugzeugträger. Oh ja, stimmt, ich muss ja noch dann trägertaugliche Flugzeugvarianten erforschen irgendwann mal. Wir können auch noch mehr Flugzeuge da einsetzen. Tja, mir ist wieder zurückgedrängt. Oh, die Versorgung hier muss aber auch mies sein. Ah, oh, Burkina Faso hat kapituliert. Yay. Gut, Tavio Dale. Ist kein Problem mehr. So, die Invasion ist zugeschlagen. Wo gehen die jetzt hin? Teil bereitet sich auf die Invasion vor. Ja, Teil geht nicht. Teil kommt zurück an die Front. Oh, die erste schon da in Havanna. Müssen wir uns entscheiden. Oh je, da geht's Richtung Volkssturm in Manpower. Manpower ist nicht das Problem. Und lieber mehr Qualität. Was kauft sich der Mann, der schon alles hat?
Ah ja, jetzt haben wir natürlich... Jetzt haben wir alles schon... Gegen die sind wir eben Krieg. Ah, da unten können wir noch Stabilität holen. Ah, dürfen wir... Achso, ich muss Political Powers holen, ja. Können wir mit Kriegspropaganda eigentlich ein bisschen... Ah, War Support brauche ich eigentlich nicht. Ich könnte Stabilität gebrauchen. Wir erhöhen die Produktion, aber wir sind irgendwo knapp bei diesen Rohstoffen. Ja, Agenten-Recruitment. So, ja, dann... Ja, machen wir die asiatische Sektion. Ja, wo sind meine Agenten wahrscheinlich? Habe ich sie gerade völlig vergessen? Nee, der baut noch in China, okay. China Faso hat schon wieder kapituliert. Kannst nicht weiter, dann hol mal Temper, dann habt ihr auch wieder mehr Versorgung. Ägyptisch-Tansania hat kapituliert. Na, gehen wir zur größeren Radarstation. Ah, hier waren drei. Oh, hier gab es eine See. Unsere Flotte hat mal was erwischt. Drei amerikanische Zerstörer und einen britischen Konvoi. Achso, das wollte ich schon länger mal. Prioritäten hier für Garnisonen. Ich stehe die Priorität mal auf von denen. Wieso werden die nicht? Tja, wir machen mal Verteidigungsbonus hier an. Ach herrje. Das ist den Chinesen ein Kessel gelungen, oh je.
Ich guck grad, kann ich da noch was hinziehen? Ach, mit der Bat haben wir wenigstens gesichert. Das war auch nicht immer so. Ach, von dem hängt. Ach, guck mal, die haben sich wieder hierhin zurückgestellt. Also in die Berge stelle ich keine weiteren. So, das ist jetzt eure Aufgabe, Chefsache, überrennt das. Das reduziere ich mal. Thank you.
So, wir gucken wieder nach Nordamerika. Ah, die haben ihre Pläne erfüllt. Ah, hier noch nicht. Ich glaube, der Widerstand bricht zusammen. Ach so, ja, vom Norden kommen jetzt auch welche. Ah, Kanada hat nicht mehr viel. Die in Winnipeg noch was haben? Na, offenbar nicht. Okay, die sind fertig. Die KI verlegt auch mehrere nach Kuba. Können wir das auch überrennen? Richmond, Virginia steht unter Beschuss. Ich wollte gerade sagen, macht das doch einer zu. Ist aber schon erledigt jetzt. Wir nehmen auch einen Luftadmiral dazu. Manpower. Wir sind von 2 Millionen auf 1,43 Millionen in dieser Folge gefallen. Das sollte ich wohl auch berücksichtigen. Oh, ich fange noch eine Infanteriewaffe. Oder mal Anti-Tank. Ah, da fehlt gerade die Flottenunterstützung im Golf von Mexiko. Konzentriert euch mal drauf. Ah! So kurz vorm Ende. Jetzt weiß ich nicht, was da... Vielleicht musste Amerika tatsächlich noch kapitulieren. Jetzt muss ich erst mal gucken, ja. Also, britische Arabische Allianz ist besiegt. Dann kann man die ganzen Länder sehen, die dazugehörten. Make demands. Also erstmal, ich
Ich will diese britischen Taschen hier haben. Dann auf jeden Fall hier noch ein Stück von. Ach, fuck it, ich nehme hier. Ah, es war schon zu viel. Nehmen wir Hessen wieder weg. Das würde ich gern Finnland lassen hier. Gehe ich da wirklich bis hier hoch? Ja. Im Festland bleibt von denen nichts. Ich können wir Irland freigeben. So, wenn ich noch Punkte habe für diese Runde. Oh ne, ist wirklich nicht viel über. Na dann, okay. Slavonien macht Teviotdale demokratisch, das ist nett. Buenos Aires, Chile wird demokratisch. Und Euskadi wird demokratisch, jo. Wie viel findet als mein Vasall hier? Ja, ich hab's für Finnland jetzt eingetragen, okay. Ah, das ist zu viel, okay. Ich kann halt annektieren. Ach, ihr kriegt bald eure Hauptstadt hier. Oh.
Hat Frankreich ein Anrecht auf Island? Ja, gut. Ja, den Border Go hier noch weg. Okay, Kanada kann ich nicht mehr wegnehmen, aber dann hat das schon jemand genommen. Oder hat jemand gesagt, die sollen das Licht sehen und dann ist das nicht mehr erlaubt. Das kann natürlich sein. Ah, das kriegen wir auch noch. Gut, wieso ist in Westfalen so teuer? Vielleicht gebe ich davon welche als Vasallenstaaten der Frei. Ja, ich glaube, das werde ich machen. So, das. Ach, hier können wir noch mal. Oh, mit den Rohstoffen hier. Zu den Arabern fällt mir nichts ein, wie ich. Ah, die Amerikaner hat inzwischen wohl jemand auch zum Licht geführt. Ja, in Florida will ich nicht. Ah, will ich Kuba haben. Ja, ich glaube, die gebe ich gleich frei. Ja, oder nach dem Krieg, da macht das dann Sinn. Brasilien, nimm dir das doch. Ich glaube, ich habe schlicht keine Lust mehr.
Oh, Slavonien hat sich das hier genommen. Okay. Ja, ich werde was freigeben müssen. Ich habe so viel besetzte Gebiete sonst. Gut, ich habe 45 Staaten genommen, Slavonien nur 13. Tevatel, demokratisch, Buenos Aires, Chile, demokratisch, SKD, die Philippinen, die USA, AWA, Rheinland, ägyptisch, Tansania. Jetzt gucken wir mal, wo überhaupt noch Krieg ist. Ja, auf dem amerikanischen Kontinent ist Ruhe. Da ist ein bisschen was Feindliches in Afrika. Kleine Taschen. Das ist wirklich Hazar und China. Ich glaube, Slavonien ist in keinem Krieg mehr. Oh, den Führer kenne ich noch nicht. Die kämpfen für die Pasay-Philippinen. Die sind noch im Krieg, okay. Ja, und ich guck mal, was ich freigeben kann an Staaten. Können Gebiete direkt zurückgeben. Ich dachte eher an kleine Staaten. Das ging doch auch irgendwo. Naja, ich glaube, da kann ich nochmal drüber nachdenken in Ruhe. Was? Kalifornische Republik? Ups, ja, den geben wir es natürlich. Washington und Oregon. Die waren ja auf unserer Seite. Oh, das könnte ich Slavonien zurückgeben. Nee, nee, das. Ah, deswegen. Und noch so ein paar Altlasten. Ach, das wird als französisch gesehen. Aber Frankreich ist faschistisch. Hm. Ach, das kann ich Finnland alles geben. Nee, muss ich aufpassen, die Taschen will ich. Skaraladoba, nee, das will ich nicht zurückgeben. Ja, die haben auch schon gewonnen. Okay, das Spiel hat lustige Vorstellungen, was mir eigentlich nicht gehört, angeblich. Gut, eventuell muss ich da ein bisschen managen. Und Produktion, ich habe jetzt... Ah ne, ich habe gar nicht mehr Fabriken. Zivile Fabriken habe ich. Ganz schön. Ja. Ägypten ist jetzt auch demokratisch gut, dass sich jemand drum gekümmert. Frankreich immer noch faschistisch. Das haben die Großbritannien zurückgegeben. Hätte ich ja nicht gemacht an deren Stelle. Insofern, ich hätte vielleicht Irland noch besetzen sollen. Ich weiß gar nicht, gibt es in Irland? Nee, da gibt es keine Ansprüche.
Okay, alle Kriege zusammen. Ja, also jetzt sollte, können wir alles den Chinesen an die Front werfen. So ein Pasay-Philippinen. Die werden von uns angegriffen. Ja, nicht, dass das hier noch uns mit Slavonien einen Krieg wirft. Die Paisei-Philippinen sind alle Allianz von Slavonien. Ugh. Oh je, das könnte schief gehen. Ja, hier natürlich Hauptkriegerrepublik von China. Der ist nicht mehr heiß. Ja gut, hier sind sie noch Krieg in dem und das ist der Hauptsache dann. Ja, gut, da sind es dann jetzt 6,6 Millionen gegen 2 Millionen. Aber das macht mir Sorgen. Hier ist Slavonien, ist eine Allianz von Slavonien und wird offiziell noch angegriffen von unserer Allianz. Ich lasse die Zeit kurz laufen. Ah. Guinea-Bissau wurde besiegt. Frankreich will die faschistisch machen. Da kann man auch nichts gegen machen. Gut, ein Krieg weniger. Ah, und jetzt sind die Pasay-Philippinen aus der Faction geflogen. Okay. Das hat sich geklärt. Gut, dann mache ich jetzt aber Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao.